Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters The Longest Journey mit dem Gecko Climber. Wir sind in der letzten Folge hier ein bisschen durch Makuria gelatscht. Und ich habe mich entschieden, bevor wir zum Rooster und Kitten gehen, will ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Wer weiß, was uns da erwarten wird. Wahrscheinlich werden wir direkt von den Rebellen eingesackt. Und treffen wir uns mit dem Kien und hoffentlich werden wir dann irgendwie vielleicht mal die Welt ein bisschen retten. Ich will jetzt noch ein bisschen mich umgucken. Urig. Wie etwas aus einem Miyazaki-Film. Ich könnte mir vorstellen, hier zu wohnen. Ach, stimmt, die war ja, die April war ja da. Das kennt die ja gar nicht, die Zoe. Ein Miyazaki-Film, war das? Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, wer das nochmal war. Ist das nicht der Regisseur von Chihiros Reise ins Zauberland? Könnt doch hinkommen. Sie bereiten irgendeine große Party vor. Jede Feier, bei der hohe Heuhaufen in Brand gesteckt werden, muss ein Riesenerfolg werden, denke ich. Cool. So, ich habe das uncoole Gefühl, dass wir der Krähe wirklich folgen müssen. Außerdem waren wir hier schon lange nicht mehr. Jetzt gehen wir uns hier mal noch ein bisschen umgucken. Da waren wir ja, glaube ich, da ist ja auch so viel passiert. Ich glaube ja, dass in Arcadia die Zeit schneller vergeht als anderswo. So, treffen wir jetzt eigentlich gleich den Krähe wieder? Oder ist der... Hier war doch irgendwo die Stelle, wo der... Ja. Jetzt kommen wir hinten wieder zum... Ah ja, genau. Das war ja die... Die Stelle, wo sich der Kien und die Anna geküsst haben. Beziehungsweise wo ich das so entschieden habe. Ja, ja, da unten rum. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Wieso ist... Wo ist denn die Krähe hin? Dann bitte. Ah, da ist er. Okay, gut, den müssen wir hinterher wahrscheinlich. Mit Krähe bei mir fühle ich mich besser. Auch wenn ich nicht genau weiß, was er machen könnte. Ein nutzloser Sidekick ist immer noch besser als gar kein Sidekick. Nicht, dass ich behaupten wollte, er sei nutzlos. Fürchtet ihn, den Feind, denn er ist nahe. Er ist überall. Ach, das ist der. Riecht ihr ihn nicht? Dieses fremde Aroma? Magie? Muss dein Otolett sein, mein Freund. Es wärmt mir das Herz, euch vor mir stehen zu sehen. Für das so. Einstehen zu sehen. Ja, Krähe, ich komme. Ich wünschte, ich hätte Flügel und könnte einfach zu den Purpurbergen fliegen, nachdem mir jemand den Weg erklärt hat. Tja. Und was hast du so getrieben, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, Krähe? Wie ich schon sagte, nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, bin ich in Zadia aufgewacht. Ich erinnere mich nicht, wie ich dahin gekommen bin. Ich habe eine Zeit lang von der Schwinge in den Schnabel gelebt, verkleidet als gewöhnlicher Kakadu. Lief nicht so gut. Ich hasse andere Vögel, wirklich. Flatternde Spatzenhirne. Schließlich habe ich Hilfe gefunden und mich nach Makuria mitnehmen lassen. Dann bin ich ins Journeyman gezogen. Dann kamst du. Dann sind wir beide ins Abenteuer aufgebrochen. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Wo hast du abgehangen? Im Koma, die meiste Zeit. Oh, das klingt nett. War es denn nett? Ich würde es nicht weiterempfehlen, nein. So, dann fliegen wir mal, gehen wir weiter und gucken mal, wo es jetzt weitergeht da unten lang. Ich bin erleichtert, dass es jetzt weniger Zauberei gibt. Macht das Leben ein bisschen berechenbarer. Ihr wisst nicht, was ihr da macht. So, Krähe. Da oben ist er. Ich finde es schon interessant, wie die, die Asadi da die Leute alle schon so ein bisschen, beeinflusst haben. Moment, was hat die gesagt? Puppenspieler, das sind sie. Die abgesandte Raman genauso. Hilleris gehört ihnen. Bloß eine Marionette. Sobald er gewählt ist... Es ist Erntefest. Können wir das nicht genießen wie ganz normale Leute? Ich wollte ja bloß sagen, dass ich glücklicher bin, sobald... Ja, ja, viel Politik. Ich würde jetzt ganz gerne mir eigentlich da jetzt alles wirklich mal anhören, aber...
Weiß nicht. Was kannst du mir über Makuria erzählen? Was hat sich verändert? Nicht viel. Sie haben die Altstadt niedergebrannt. Die Asadi haben überall Rohre verlegt. Es gibt tausende Ratten. Die habe ich gesehen. Was machen sie denn damit? Sie als kleine Haustiere halten, denke ich mal. Mit den nicht Rohren. Die Ratten, die Rohre. Gymnastik? Ja. Erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiß, Krähe. So, hier waren wir ja und jetzt geht's nach da unten. Wahrscheinlich müssen wir den sogar mitnehmen. Naja, dann haben wir halt noch ein bisschen was von Makuria gesehen. Passt ja auch. Ich bin da ja, ziemlich, ja. Also, wie läuft das Geschäft? Wir haben ja Zeit. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Oh Mann, ihr müsst ja immer diese Zwischenstopps einlegen. James, was? Was soll das alles überhaupt? Wieso kennt ihr die? Die Leute sehen recht freundlich aus. Aber ich sehe nur Menschen, keine magischen. Was ist mit ihnen passiert? Erzähl mal weiter, Krähe. Und wo sollen die Rebellen sein? Soweit ich gehört habe, wurden sie aus Makuria vertrieben, nachdem die Altstadt bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Es müssen doch noch welche da sein, wenn der Widerstand noch aktiv ist. Du solltest wahrscheinlich nicht so laut vom Widerstand reden, Zoe. Hast recht. So, da ist es doch schon. Das Rooster and Kitten. So, da sind wir. So, Krähe, was hast du noch zu sagen? Ich geh rein. Wartest du auf mich? Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich brauche den offenen Himmel über dem Kopf. Oder wenigstens ein anständiges Loch im Dach. Ich würde hier warten. Oder da drüben, wo es Käse gibt und... Oh, ist das eine Brotrinde? Starr mich nicht so an. Na gut. Ich gehe jetzt da rein. Dann hau dir einen Wanst voll. Ich guck mal, was wir hier gemacht kriegen. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich glaube, die Rebellen werden uns jetzt erstmal als Spion abtun. Kennt uns der Kien eigentlich? Das bin ich gerade am Überlegen. So. Sitzt da jemand, den wir kennen? Okay, wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Hier ist jedenfalls niemand, den ich jetzt kenne direkt, außer den Ulvik. Und den quaken wir jetzt mal direkt an. Oder ich würde ihn eigentlich gerne mal, zumindest mal angucken. Das muss Ulvik sein, der Immerdurstige. Er sieht wirklich aus, als könne er eine Menge trinken. So, hallo Ulvik. Willkommen im Rooster and Kitten. Hey, schönen Gruß. Habe die Ehre. Was? Was? Ich weiß auch nicht. Ich bin fremd hier. Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich bin selbst ein Reisender, aber euren Akzent kann ich nicht ganz einordnen. Huh, okay. Norden, Süden, Westen. Sag was, sag irgendwas. Jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Improvisationskurs gemacht. Wir könnten sagen, wir kommen aus Stark, nur ich glaube, das wird er uns nicht glauben. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir einfach was einfallen lassen. Sag was, sag irgendwas. Nimm mal den Osten. Osten, ganz weit aus dem Osten. Von dort, wo die Sonne aufgeht. Das habe ich mich immer schon gefragt. Ich bin selbst nicht weit nach Osten gekommen. Wie sieht das aus, wenn sie aufgeht, die Sonne? Sie ist riesig. Man merkt gar nicht, wie groß sie ist, bis man sie von nahem sieht. Oh, das würde ich mir eines Tages gern selbst ansehen. Vielleicht reise ich hin, wenn ich mich zur Ruhe setze. Wie heißt das Land, aus dem ihr kommt? China. Nie davon gehört. Aber ich werde es mir notieren. Also, was darf es heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt. Obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, nein, Sie, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Kneipierismus. Oh je, Zoe. Zu trinken? Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig.
und ich habe dringend eine Erfrischung nötig. Was haben wir denn hier? In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Halte ich es für die Leute hier? Was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? Ich glaube, die Frage ist gut. Bier. Bier? Nee. Was bestellt? Met. Met? Nein, Bier. Warmes, dunkles, bitteres Bier. So dick wie Haferbrei. Oh, in einer Art Metallkelch. Geeignet zum Werfen in volltrunkenem Zustand. Zoe, du... Und ihr seid euch da sicher? Ja, ich war schon mal in so einem Laden. Ich weiß Bescheid. Oh, offensichtlich. Offensichtlich, oh mein Gott. Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Ganz und gar nicht. Ehrlichkeit, ha, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht, nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und, tja, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Vielleicht hat er recht. Vielleicht versucht er, mich auch nur loszuwerden. Ich kann mich ein wenig umsehen und später zurückkommen. Ich glaube eher, dass wir hier genau richtig sind. Ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiterredet. Ja, der Meinung bin ich auch. Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Oh je. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Das ist seit langer Zeit das Netteste, was irgendjemand über mein Lokal gesagt hat. Wirklich? Mit der Sprache ist das so eine Sache. Also, womit kann ich euch noch helfen, junge Dame? Puh, okay, gut. Wir sollten die Sache langsam anfangen lassen. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Weniger Nichtmenschen und mehr Rohrleitungen. Ja? Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Ich frage mich, ob die Asadi in Makuria immer noch so präsent sind. Ich glaube, das stellen wir hinten an. Es findet irgendein Fest statt. Erntemond? Ein paar erklärende Worte wäre nicht schlecht. Bestimmt. Diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte Mal hier war. Das können wir mal fragen. Aber ich will jetzt erst nochmal durchgehen, was es so im Kopf durchgeht. Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Früher gab es hier blaue Leute, pelzige Leute, nichtmenschliche Leute. Wo sind die? Er hat etwas von einer Zeremonie am Turm gesagt. Ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der Stadt steigen lassen. Okay, wir fragen erstmal über seine Kneipe und hangeln uns dann ganz, ganz langsam dahin, wo wir hinwollen. Diese Kneipe, war das hier früher nicht das, Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für witzig. Oh, wir kapieren den Witz alle. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Korb wäre. Welch kluges Wortspiel. Schaut nur, wir jonglieren mit Worten wie mit rohen Eiern. Ja, Moment, was? Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Aber das Bild einer kleinen, breit lächelnden Miezekatze, die auf einem stolzen Kapaun reitet, damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß, aufrichtig, familientauglich. Das ist, wie meine Kundschaft mich sehen soll. Familientauglich, nett. Okay, Makuria, es hat sich viel wir fangen erstmal mit dem Erntemond an. Ich höre ständig vom Erntemond, dem Fest der... Ich dachte, ihr wärt deswegen nach Makuria gekommen. Ja, bin ich. Deswegen bin ich gekommen, nach Makuria. Aber könnt ihr mir vielleicht mehr dazu sagen? Ich bin nicht die ganze Literatur durchgegangen, bevor ich gebucht habe und... Es ist unser Erntefest. Es findet statt, wenn die Bauern ihre Erzeugnisse auf die Märkte der Stadt bringen. Wir feiern diesen Anlass ausgelassen einen ganzen Monat lang. Das Ganze gipfelt in den Festlichkeiten zur Erntemondnacht. Damit danken wir der Erde und dem Himmel, dem Gleichgewicht, den Göttern und Göttinnen, dass sie uns Nahrung für die folgenden dunklen Monate gegeben haben. Und es ist eine tolle Ausrede dafür, so viel zu essen und zu trinken, wie man nur kann. So. Die Drachen haben doch bestimmt damit zu tun.
Ah, nee, Moment, die große Zeremonie, da haben wir ja auch noch was von gehört. Immer mal schön eins nach dem anderen. Er hat etwas von einer Zeremonie. Was hat es mit der großen Zeremonie auf sich? Das ist die offizielle Vorstellung des Rohrnetzes. Ich schätze, Sie werden uns bei der Gelegenheit erklären, inwiefern zukünftig für Effizienz gesorgt wird. Die Zeremonie findet nächste Woche statt, am Tag des Erntemonds. Vermutlich dachte die Abgesandte, es würde zu den Feierlichkeiten beitragen. Um ehrlich zu sein, wird es für uns Markurier keinen großen Unterschied machen. Wir werden trotzdem zu viel essen, zu viel trinken und bei Sonnenaufgang im Rinnstein wegduseln. Ich meine, es ist Tradition. Und Traditionen muss man ehren. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Weniger Nichtmenschen, ja, und da sollten wir vielleicht mal weitermachen. Es ist eine Weile her, seit ich zuletzt hier war. Was gibt's Neues? Eurem Alter nach... Verzeiht, ich wollte mir nicht anmaßen. Vielleicht ist euer letzter Besuch noch gar nicht so lange her. Oh, mindestens 1,5 Jahre. Mindestens? Naja, es gibt keine Altstadt mehr. Sie haben das Ghetto niedergebrannt und viele Nichtmenschen auf die Inseln verfrachtet. Außerdem haben die Asadi ein Netz aus Metallrohren aufgebaut. Es ist überall. Niemand weiß, wozu es dient, aber es ist da. Angeblich soll es für Effizienz sorgen. Ach, das habe ich mir so gern. Und sie haben ihren Turm vollendet. Er ist bis zur großen Zeremonie nächste Woche abgesperrt, aber ein beeindruckendes Gebäude. Das höchste im ganzen Nordland, sagen sie. Ich habe das Gefühl, dort müssen wir hin. Irgendwann, ja. Und ich habe das Gefühl, hier ist deutlich mehr Zeit vergangen als in der Welt, in der Zoe herkommt. Na gut, dann machen wir mal weiter mit den Asadi. Auf dem Weg hierher habe ich ein... Leiten die Asadi noch immer die Stadt? Oh, das tun sie nicht. Der Rat leitet die Stadt. Die Abgesandte ist... Sie ist eine Beraterin. Ihr Rat ist unbezahlbar, von großem Wert, für uns alle. Klingt nach einer guten Übereinkunft. Und die Soldaten überall? Zu unserem Schutz und unserem Wohl. Sie sorgen dafür, dass wir sicher sind. Vor Feinden von außen und innen. Vor Rebellen, Terroristen und dergleichen. So. Das haben wir die Rebellen zwar schon. Wenn eine Verbindung zum Widerstand hat, muss dieser Mann es wissen. Hoffentlich schmeißt er mich nicht raus, wenn ich danach frage. Aber wir fragen noch nicht danach, denn wir machen jetzt erstmal noch weiter mit den Drachen und den Magischen. Ich frage mich, wozu... Haben diese roten Papierflieger eine besondere Bedeutung? Flieger? Ihr meint die Drachen. Sie sind... was Traditionelles. Aber man sieht sie nicht gern. Wisst ihr, heutzutage sind sie mehr ein Symbol. Sie stehen für die Magie, das Gleichgewicht, die Draikin. Und sie symbolisieren den Widerstand gegen die Asadi, die neuen Gesetze, gegen das Exil der Magischen. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu nahe bei jemandem steht, der einen hat, verhaften euch die Wachen und ihr werdet bestraft. Am besten ignoriert ihr sie und meidet Ärger. Denn genau das bringen diese Drachen ein. Ärger. Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Ja. Früher gab es hier blaue Leute, pelzige Leute. Das wollen wir noch. Wo sind die ganzen magischen Völker? Das wisst ihr nicht? Nun gut, ihr seid fremd hier. Sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat, wie lautet das Wort, repatriiert. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Markuria ist jetzt eine Menschenstadt. Zauberei braucht man hier nicht mehr. Die Magischen haben es im Süden besser. Da bin ich sicher. Ihr klingt nicht überzeugt. Ich bin sicher. Falls dieser Ort eine Verbindung zum Widerstand hat, ja, muss dieser Mann es wissen. Hoffentlich schmeißt er mich nicht raus, wenn ich danach frage. Das werden wir allerdings in der nächsten Folge auch tun. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passieren wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!